Wir doppelklicken als erstes das Cubase 5-Symbol und es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem ich verschiedene Projekte mit diversen Voreinstellungen auswählen kann. Zum Beispiel ein Projekt mit bereits angelegten 16 MIDI-Tracks oder ein Projekt mit 8 Mono, 4 Stereo-Audio-Tracks oder ein Projekt mit bereits eingeladenen Instrumenten. Wir entscheiden uns heute für Layer und klicken auf OK. Hier haben wir nun die Möglichkeit, einen Projektordner auszuwählen, in dem zum Beispiel die Audiodateien, die wir aufnehmen, abgelegt werden oder die editierten Audiodateien und so weiter. Wir klicken auf OK und sollten es noch den Song selber speichern, der über Datei Speichern unter abgespeichert werden kann. Der Idealfall ist natürlich, dass wir diesen Song, dieses Projekt mit dem Namen Test Song genau in diesen vorher ausgewählten Projektordner abspeichern. Wir optimieren als erstes das Projektfenster, indem wir hier auf Optimieren klicken. Und schon präsentiert sich ein jungfräuliches Projektfenster. Wir sehen hier oben, wie in jedem anderen Programm, die Menüleiste, sehen hier diverse Instrumente oder Werkzeuge. Außerdem sollte sich immer das Transportfenster zeigen. Wenn nicht, können wir es hier unter dem Menüpunkt Transport wieder aktivieren oder deaktivieren. Für den Moment benötigen wir jedoch kein Transportfeld und deaktivieren es. Wir sehen hier oben unsere Taktleiste, die mir meine Takte, also zum Beispiel 17, 33, 49, anzeigt. Das Ganze erscheint jetzt noch sehr gedrängt, was wir dadurch ändern können, indem wir hier rechts unten das horizontale Zoom-Werkzeug nach rechts schieben. Und schon sehen wir jeden einzelnen Takt oben in der Taktleiste angezeigt. Wie gesagt, sehen wir hier die Werkzeugliste, links davon das Transportfeld mit der Startfunktion, mit der Aufnahmefunktion, also mit der Stoppfunktion und mit der Cycle-Ein-Aus-Funktion. Darauf werde ich noch später zu sprechen kommen. Alle Transportfunktionen finden wir natürlich auch im Transportfenster, wenn wir es hier aktivieren oder deaktivieren. Wir deaktivieren wieder. Rechts davon kann ich den sogenannten automatischen Bitlauf aktivieren und deaktivieren. Er gewährleistet mir, dass sich die Taktleiste stets aktualisiert, wenn der sogenannte Cursor oder die Song Position Line weiter nach rechts wandert. Wir sehen, wenn ich ihn ausschalte, läuft die Song Position Line nach rechts und wird in Bälde hier hinten verschwinden. Noch weiter rechts kann ich ein Raster aktivieren, welches mir gewährleistet, dass bei einem Klick in die Taktleiste zum Beispiel meine Song Position Line pro Takt einrastet. Oder pro Zählzeit oder noch kleiner pro Quantisierung. Was Quantisierung bedeutet, werden wir später noch besprechen. Ich stelle mal hier Takt ein, weil wir in der Regel jeweils vom Taktanfang aufnehmen wollen. Wie wir bereits gesehen haben, kann ich durch einen Klick in die Taktleiste, besser gesagt in die untere Hälfte der Taktleiste, die sogenannte Song Position Line platzieren. Durch einen Doppelklick kann ich den Song starten und kann die Song Position Line jederzeit wieder ab Takt 2 starten, wenn ich einfach nochmal in Takt 2 klicke. Und schon läuft der Song nochmal ab Takt 2 los. Klicke ich jedoch in die obere Hälfte der Taktleiste mit der linken Maustaste, klicke auf einen Takt und ziehe nach rechts, öffnet sich ein sogenannter Loop-Bereich oder ein Cycle.
In diesem Loop-Bereich kann ich nun meine Song Position Line platzieren mit einem Doppelklick. Und wenn ich diesen Button aktiviere, loopt mir die Song Position Line lediglich in diesen zwei Takten. Ich kann jederzeit die Größe des Loop-Bereichs verändern, indem ich diese Dreiecke, in dem Fall das rechte Dreieck, anklicke und nach rechts oder nach links schiebe. Genauso kann ich den Anfang des Loop-Bereichs hier verändern. Wir sehen, auch der Loop-Bereich rastet taktweise ein, weil ich das Raster eingeschaltet hatte. Schalte ich es aus, kann ich rasterfrei den Loop-Bereich verändern, was in unserem Fall keinen Sinn macht, da wir von Taktanfang unsere Aufnahme beginnen wollen.